Hallo ihr Lieben. Ja, wir gestalten heute eine Pandoras Giftbox. Und wie die aufgebaut wird, das zeige ich euch jetzt. Vorher gehen wir nochmal die Stanzschablonen durch, ungefähr, wie die aussehen. Ihr bekommt 16 Stanzschablonen in diesem Set, die ihr so gestalten könnt, wie ihr die möchtet. Und zwar haben wir einmal den Grundaufbau von der Box. Das stanzen wir zweimal aus. Das habe ich hier schon mal gemacht. Und bevor wir die zusammenbauen, dekorieren wir die schon mal einmal aus. Und was ich dafür verwendet habe, ist einmal das mit dem gestitchten Rahmen. Das gefiel mir ganz gut. Aber ihr könnt auch natürlich das ohne mit dem gestitchten Rahmen mit den Linien verwenden. Das bleibt euch überlassen. Wie gesagt, das haben wir einmal viermal ausgestanzt. Und dann habe ich dieses Element noch verwendet. Das heißt, das habe ich jetzt hier einmal also hier haben wir einmal diesen Smooth Mint Miro Cards verwendet. Das deckt so ein bisschen von dem Avocado Green ab. Und Coral Pink habe ich einmal verwendet für die filigranen Elemente, denn ich wollte ein bisschen Kontrast reinbringen. Und ja, wie das geht, das ist ganz einfach. Einfach auf das Papier legen, entweder stanzt ihr das erst durch und dann kommt die Elementstanze da drauf oder ihr seid so mutig und kurbelt das zusammen durch. Und ja, wir setzen einmal diese Elemente hier drauf und fixieren das mit Kleber. Ihr könnt diesen hier verwenden, der ist echt gut. Dann bekommt ihr auch diese filigranen Elemente auch gut verklebt. Dann nehme ich am besten immer eine Unterlage. Und dann kann man einmal hier so drüber fahren. Am besten nicht verrutschen. So. Und setzt das schon mal hier drauf. Bündig genau drauf. Ein bisschen andrücken. Und zur Hilfe nehme ich meistens immer noch einen Stempelblock. Und so gehe ich dann weiter. So, jetzt haben wir die ganzen Elemente schon mal aufeinander geklebt. Und dann geht es weiter. Dann setzen wir diese dann hier drauf. An allen vier Ecken kommen dann diese Elemente drauf. Das ist alles schon vorgegeben, auch die Falzlinien und die Klebelaschen. Das legen wir schon mal zur Seite zum Anziehen. Das legen wir auch schon mal zur Seite. Und dann kommen wir zu dem obersten Teil, also quasi wie so eine Art Tropfenart oder Kegelform. Das wird auch zweimal ausgestanzt. Das ist diese Standschablone, sieht aus wie so eine Eistüte fast. Oh, da kommt direkt die nächste Idee. Auf jeden Fall habe ich dasselbe gemacht wie hier. Ich habe einmal den Spiegelkarton genommen, ins Smooth Mint, also Miro Card, viermal ausgestanzt. Und die Elemente, wie dort, die gibt es auch in diesem zylinderartigen oder Tropfenform. Und das setzen wir auch einmal drauf. Ich mache es jetzt ein bisschen schneller. Und jetzt kommen wir hier schon zu. Wir falzen jetzt alle Linien nach. Und die sind wirklich alle schon vorgegeben. Ihr falzt jetzt die ganzen Linien nach. Und hier an der Ecke muss diese Mittellinie, wo ist jetzt mein Falzbein?
Also die Mittellinie, die muss nach innen gehen. Am besten mit Kleber noch fixieren. Jetzt habe ich ein bisschen viel Kleber genommen, aber ist nicht so schlimm. Einmal fest andrücken. Bei diesem Wetter ist das Papier total weich, finde ich. Auch der Kleber und ja, da lässt sich so Boxen so ein bisschen schwierig gestalten, aber das kriegen wir hin. Hier das gleiche, die Ecke nach innen. Das ist die Klebelasche. Das fixieren wir jetzt gleich. Und hier machen wir das gleiche. Am besten legt ihr, ich sag ja, das Papier ist so weich auf einmal, durch die hohe Luftfeuchtigkeit. Aber wie ihr seht, wenn man das so zusammen macht, gestaltet sich die Box schon quasi von alleine und dann nach innen falten. Und so hat man dann diese Ecke dann wieder bündig. Aber bevor ich das jetzt mache, werde ich jetzt diese Box hier schon mal fixieren. Schön bündig, weil da sind auch Löcher, damit man die Box auch von unten aufmachen kann natürlich. So. Und so kann man jetzt die Box besser zusammenschließen. Das sind die Klebelaschen. So fixiert ihr die Boxen. Am besten nehmt ihr bei diesem Wetter doppelseitiges Klebeband. Bin ich ganz ehrlich. Ich lasse die jetzt einfach mal anziehen. So, nachdem ich endlich die Box zusammengebaut habe, also der erste Teil. So, ich konnte ihre Box jetzt noch ein bisschen retten, in dem Sinne, dass ich jetzt eine zweite Hand genommen habe, beziehungsweise eine dritte Hand. Sondern eine Pinzette, weil der Kleber ist so weich, so dünnflüssig, der zieht gar nicht richtig an und egal, wir lassen uns nicht ermutigen. Auf jeden Fall steht jetzt die Box so weit, wie es geht. Hier habe ich jetzt einen Fehler gemacht, aber das sieht man jetzt nachher nicht. Ihr macht das natürlich am besten mit doppelseitigem Klebeband oder wenn euer Kleber ein bisschen kühler ist. Oh mein Gott! Sollte eigentlich ein schnelles Projekt werden, aber naja, egal. Ich will ja auch nicht alles aufs Wetter schieben. Alles gut. Ich lasse das jetzt auch drinnen im Video, damit ihr sehen könnt, dass das bei mir auch nicht zu 100% immer funktioniert. So, zum nächsten. Wir kommen jetzt zu dieser Tropfenform. Und da kommt auch Kleber drauf. Und ich habe jetzt die Schnute voll mit dem Flüssigkleber. Denn ich gehe jetzt mit diesem hier. Das setzt ihr auch bündig hier drauf. Alle vier Elemente. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesen Sachen oder ob ich das nochmal nachbasteln soll, weil ihr vielleicht was nicht verstanden haben solltet, dann schreibt euch gerne an. Oh mein Gott, Chaos-Video. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Solange ich auch noch selbst drüber lachen kann, ist alles gut. So, das kommt hier hin. Und dann haben wir hier eine Klebelasche. Das kommt dann hier so drauf. Da nehme ich jetzt das rote Klebeband, dann weiß ich, dass es hält.
Und danach falzen wir die ganzen Linien einmal zurecht. Dann nehmen wir einmal die Schutzfolie ab von dem roten Klebeband. Und dann müssen wir die bündig hier aufeinander setzen. So. Hier genauso. Das ergibt sich Gott sei Dank von alleine, sobald ihr alles richtig verbunden habt. Einmal feste andrücken. Und dann kommt die Box so drauf. Das ist dieser Verschluss. Ich hoffe, das klappt jetzt noch. Ja, klappt. Für den Boden gibt es auch noch eine Dekoration. Für den Boden gibt es auch solche Elemente. Die könnt ihr natürlich hier drunter noch setzen. Ich mache es jetzt aber nicht. Und zwar gehen wir jetzt noch rüber zum bisschen Deko. Da ist noch so ein Tag mit drin. Das sieht einmal so aus. Und dann habe ich das nochmal in diesem Korallpink ausgestanzt. Und da möchte ich einfach nur diese Elemente einmal hier entlang schneiden. Um ein bisschen Kontrast und die Farbe nochmal zu wiederholen. Von dem Deko-Element. Das setzt ihr ganz normal hier oben drauf. Ihr könnt das auch mit Spiegelkarton, also Gold oder was ihr gerade da habt. Nur ich wollte jetzt einmal die Farbe nochmal aufgreifen. Das unterste Stück, hier wie so eine Art Doily, habe ich auch nochmal ausgestanzt. Schneide das Stück jetzt hier ab. Und gehe hier auch nochmal mit Kleber drüber. Sogar aus der kleinen Flasche ist der Kleber so flüssig. Wahnsinn, Wahnsinn. So, hierfür nehme ich eine Pinzette. Setze das da drauf. Muss ich anfassen. So. Und dann haben wir noch einen Spruch. In diesem Set ist einmal diesen Hintergrund. Und einmal den Schriftzug. Hintergrund habe ich in Weiß ausgestanzt. Den setzen wir jetzt gleich drauf. Und Gift habe ich nochmal aufgenommen. Diesen Smooth Mint. Ja. So, und so habt ihr dann diesen Tag in zwei verschiedenen Farben gestaltet. Und dann entweder macht ihr hier noch ein Band hin oder ihr klebt das mit einem Blue Dot. Das geht auch. Nur ein bisschen andeuten. Hier so mittig drauf. So. Dann noch ein Schleifchen. So, und somit habt ihr die Box fertig. Oh mein Gott, was für ein Akt. Auf jeden Fall habe ich nicht aufgegeben. Ich habe die Box fertig. Und wenn ihr wirklich Fragen habt, doch mal zu den Standschablonen, dann mache ich gerne noch mal eine Box mit euch im Schnelldurchlauf. Und ja, ich bin aber trotzdem zufrieden, weil ich nicht aufgegeben habe. Und weitergemacht habe. Und jetzt trinke ich erstmal was und dann sage ich jetzt mal bis demnächst. Tschüss!